Hallo und herzlich willkommen zu diesem Angezockt von Rainbow Six Siege. Ihr habt ja schon eine Folge davon gesehen, jetzt die zweite Folge, weil heute machen wir mal den Multiplayer, den klassischen 5 vs 5. Und dementsprechend gucken wir mal, ob wir hier jetzt was reißen können, weil die erste Folge kam ja ganz gut an und dachten wir, okay, gehen wir in die Verlängerung und machen eine zweite. Und da wir ja die Terroristenjagd schon einmal gesehen haben, wollte ich euch mal den Multiplayer zeigen. Einfach mal just for fun, wie es so aussieht im Modus locker. Es gibt ja auch noch so einen Ranked Match oder ein Ranked System. Aber in dem Fall, wie gesagt, ganz normal für jeden frei zugänglich. Wir haben auch mittlerweile 5 Leute gefunden. Wir sind Team Orange gegen Team Blau. Und hier jetzt der Modus Geisel. Das heißt, wir haben eine Geisel, die muss beschützt werden. Und in dem Fall zuerst wird verteidigt. Wir können jetzt hier die verschiedensten Gegner und Spieler wählen. Ich wähle jetzt entweder den Smoke oder den Doc fest. Habe ich den schon verbessert? Nee, da habe ich noch nichts. Also nehme ich. Oh, der Doc ist gerade weg. Ja, dann nehme ich den Smoke. Weil man kann ja die Waffen verbessern. In dem Fall bei manchen habe ich schon. Bei dem hier noch nicht, aber. Ist halb so wild. Der Mute, der hat so. Nee, der Smoke, der hat. Jetzt, ähnliches Symbol. Der Smoke hat so eine Fernzündung für so ein Giftgas, kann man fast sagen. Das schmeißt er. Ist natürlich zur Verteidigung schon das ein oder andere Mal sehr, sehr hilfreich. Jetzt wird natürlich noch kurz gewartet und kurz geladen und dann geht's auch schon los. Die Geisel muss beschützt Diese werden. Geisel muss Den beschützt Raum werden. sicher. Das heißt, wir müssen den Raum hier sichern. Dann zieh mir jetzt hier erstmal Wände hoch. So. Erstmal alles verstärken, was hier so geht. Und natürlich von wo sie auch reinkommen können. Muss man aufpassen. Wir sind da. Feuer einstellen. Oh, sorry. Es bleiben noch 10 Sekunden. Oh, da hat er die Nur noch Runde 5 verlassen, Sekunden. weil ich ihm aus Versehen angeschossen habe. Das war jetzt wirklich keine Absicht. Ihr habt es ja im Video gesehen. Gute Arbeit. Standort der Geisel weiterhin unbekannt. Aber naja, hat ihn wohl ein bisschen angecast. Achtung, die Gegner haben Sichtkontakt zur Geisel. Wie gesagt, natürlich nachvollziehbar, dass man das nicht cool findet. Auch noch eine gegnerische Drohne, die da so geparkt war. Hoffentlich nächste Runde kriegen wir wieder einen neuen am Mann. Und da oben kann natürlich immer weit einiges kommen. Gegner haben die Geisel gesichert. Oh, wir sind jetzt bei der Geisel. Oh, die waren aber jetzt schnell. Oh, die waren aber jetzt sauschnell auch wieder draußen. Mission gescheitert. Also, wirklich unglaublich. Kenne ich so gar nicht. Normalerweise kann ich das taktisch langsam jemand nehmen und dann raus damit, aber dass man so schnell ist, muss ich sagen, Chapeau, Hut ab. Ah, normalerweise nehme ich gerne den Blitz, der ist aber jetzt nicht mehr frei und dann nehme ich, wen nehme ich denn? Nehme ich ihn. Hat nämlich eine gute Waffe, mit der kann man auch einiges reißen. Der hat der Lümmel, hat ihn bekommen. Schade, dass der eine rausgegangen ist, wie gesagt. Ihr müsst die Geisel zurückholen. War null Absicht. So, und jetzt müssen wir die Geisel finden.
Jetzt höre ich sie schon. Bandverstärkung aufgeschlossen. So. Den Feind gesichtet. Okay. Oh, die haben schon. Das ist ja gut. Da haben sie das egalisiert, was vorher uns passiert ist. 5 Sekunden bis Einsatz. There in the ground. Ground first floor. Finde die Geisel und bringt sie zum Evakuierungspunkt. So, und eben erster Stock. Jetzt geht's hier rein. So, keiner hat von uns das Spiel verlassen, aber dafür wurde er auch gleich niedergestreckt. Achtung, Explosion! Ein Gegner. Geisel entdeckt. So, jetzt nehme ich die Geisel. Ah, und da kam er jetzt vor mir. Geisel ist nicht mehr gesichert. Da habe ich jetzt ehrlicherweise noch nicht damit gerechnet, dass er jetzt so schnell auf einmal neben mir steht. So, jetzt schauen wir mal, was unser Team noch so reißt. 3 gegen 1 sollte ja machbar sein. He's at the hostage. So, die Runde haben wir jetzt wieder gewonnen. Da habe ich mich jetzt dann ein bisschen zurückschießen können. Glücklicherweise. Jetzt steht's unentschieden. Dritte Runde wieder verteidigen. In dem Fall nehme ich mal den Doc, mit dem habe ich eine gute Waffe mittlerweile. Schon ein bisschen pimpen können, wie man sieht. Laser, Mündungsfeuer, Leuchtpunktvisier. Die Standardwaffe. Und den Schild nehme ich mit. Man könnte auch noch hier den Stacheldraht. Aber ich finde den Schild ein bisschen sinniger. Und das Spielchen bleibt es gleich. Wir müssen wieder die Geisel verteidigen. Die Geisel muss beschützt werden. Den Raum sichern. So, den Raum sichern. Das heißt, wir ziehen erstmal auch hier wieder die Wände hoch. Die sind nämlich deutlich schwieriger zu durchdringen als das normale Holz. Die Wand wurde gesichert! Die Wand wurde gesichert. Den ziehen wir auch noch hoch. Keiner hat die Geisel gefunden. Ärgerlich. Aber man passt am Anfang einfach hier wenig auf mit den. Es bleiben 10 Sekunden. 5 Sekunden. So, Achtung, die Drohne ist zerstört. Hier gibt es nochmal ein bisschen bessere Panzerung. Und hier errichten wir mal die Barrikade. Das Gerät ist vorbereitet. Der Stacheldraht ist verlegt. Na, ich krieg mein Ding hier nicht rausgepackt. Oh, doch, da jetzt ging's. Na, super. Da brauche ich es nicht. Na, ärgerlich. Hinter mir geht's rund. Ich decke mal hier ab. Komm schon. Komm da lang. Ich muss nur aufpassen, weil da von der rechts können sie eben runterkommen.
4:3, das ist schon mal schön. Wir liegen im Vorteil. So, und jetzt da oben die Sprengung. Da muss man jetzt auch natürlich aufpassen. Ah, sehr gut. Da haben sie gut aufgepasst. Am Schluss kamen sie von vielen Seiten, aber mein Team hat das sehr, sehr gut gemacht. Hat er in den perfekten Augenblick in die richtige Richtung geschaut. Ich habe oben gedeckt. Und das ist jetzt schon die Matchballrunde. Das heißt, jetzt wird angegriffen und Matchball geht rund. Wir nehmen das Schild. Wie gesagt, ab und an labern die Leute auch noch sehr, sehr gern, aber hier ist es eher so die stillen Mäuse. Aber auch sehr, sehr viele deutsche Partyböller. Horst Steller, wahrscheinlich der Lümmeldeutsch, der Onlyest Yank, weiß man jetzt nicht. Aber wie gesagt, sehr, sehr deutschsprachig das Spiel. So, der erste fährt schon in den ersten Stock. Ist die Frage, ist er Erdgeschoss? Also, die Störsender gerade reingefahren, als er aktiviert worden ist. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr bitter. Aber ihr seht, nach dem Störsender kann ich jetzt nichts mehr machen. Meine Drohne ist out of order. Einsatz in 10 Sekunden. Aber wir wissen auf jeden Fall, Erdgeschoss, da müssen wir uns engagieren. Bis Einsatz. Und jetzt ist er final kaputt. Und nun geht's los. Der war, da hatte er gut geguckt und ich hatte mich auf mein Teammate ein bisschen mehr verlassen, um ehrlich zu sein. Dass der da mehr einen rausnimmt, sofern da jemand kommt, aber nee. Das war eine sehr schnelle Runde von mir. Mal schauen, ob es das Team hoffentlich ein bisschen besser macht. So, da war noch einer. Ah, da ist doch einer! Oh Mann! Was macht er denn? Ah. Und jetzt hat er den. Ah, jetzt geht in die Verlängerung. Ja. Das war zu erwarten, dass es da jetzt in die Verlängerung geht, aber dafür wird es jetzt ein ganz knappes Gefecht. Und wie gesagt, war einfach auch nicht gut von mir. Muss ich an dieser Stelle auch mal mich an die eigene Nase fassen. Nochmal Verlängerung im Angriff. Wir probieren es nochmal mit dem Blitz und dem Schild. Und diesmal wird es hoffentlich ein bisschen besser. Kann ja nicht sein, dass ich da so schlecht gerade mich dargestellt und präsentiert habe. Aber es ist eben schön, weil es einfach nicht dieses Haut-drauf-Shooter-Ding ist, sondern dass es einfach doch taktisch ist. Und das muss ich sagen, genieße ich wiederum sehr, sehr stark. So, wo ist der Eingang? Bestätigt. Die Geisel wurde lokalisiert. Bleib jetzt hier stehen, weil ich den Feind hier dann nachher gut mit meiner Drohne noch orten kann. All in the kitchen. Noch
5 Sekunden. Und wir haben fast auch alle Gegner entdeckt. Die haben einen Doc, die haben einen Capgun, die haben da, ja, doch einiges. Da unten muss man mal aufpassen. Da ist normalerweise immer gerne eine Sprengladung. Splittergranate auf uns selbst. Nicht so clever. So. Wenn er mich vorlassen würde. Partyballer, wait. I'll go front. Wo ist er? Nein! Operator vom eigenen Trupp. Wo kam denn der jetzt her? Ach, ich hab nur auf den rechts geguckt und er konnte mich dann da ausschalten. Ärgerlich. Naja, verloren, aber auch das gehört dazu, aber man hat trotzdem mal wieder einen guten Einblick von dem Spiel gesehen und auch wenn ich nicht überperformt habe, konnte ich mich doch wenigstens auf den zweiten Platz irgendwo retten. 3:3 Tode und Verluste, also von dem her kann man schon damit leben. Jetzt gibt's hier praktisch nochmal diesen Endscreen, am Schluss wird man nochmal mit ein paar XP belohnt und man sieht, wie hat man sich so im Vergleich geschlagen. Ja, dann hoffe ich, hat's euch gefallen. Ich wünsche alles Gute, weiterhin viel Spaß und wenn es euch gefallen hat, kommentiert doch das Ganze. Bis bald, euer Alcaramba.